Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Anno 1404 Venedig mit der inoffiziellen Anno Add-on Mod. Ja, beim letzten Mal ist das Spiel gefreezed, nicht mal stehen, nicht mal abgestürzt, sondern gefreezed. Och nö. Jetzt hab ich ganz vergessen, die Hühner zu füttern. Ah, da müssen wir schnell die Hühner füttern. Es gibt hier noch einige. Wir müssen eben den Schergen suchen, bevor ich weiter erzähle. Da ist er. Ja, ich habe jetzt wieder ein bisschen was nachgespielt, bis zum letzten Quicksave. Es kann natürlich sein, dass jetzt ein bisschen was anders ist als vorher. Kann ich dann halt nicht ändern, ist leider so. Ich habe jetzt das Autospeichern deaktiviert offensichtlich. Ich habe nochmal ein bisschen rumgelesen, war es wohl, also diese Freeze kommen wohl durch Autosaves, die nicht vernünftig funktionieren. Wohl je nachdem, wie viele Autosaves man schon im laufenden Spiel hat, ist es wohl instabiler immer weiter. Ich werde jetzt einfach immer selber quicksaven und das in regelmäßigen Abständen. Ich muss da halt nur dran denken, aber ihr müsst dann das ein bisschen ertragen, dass ich vermutlich zumindest einmal in der Folge jeweils und dann jeweils zum Ende der Folge quicksave. Ich glaube, das ist ganz akzeptabel dann. So. Aber so viel dazu. Wir hatten unser Schiff nach oben geschickt für Inigo. Das ist jetzt auch schon da. Das ist doch perfekt. Hier ein bisschen mehr Indigo anliefern. Wahrscheinlich, doch, wir haben jetzt hier die Lagerhäuser gebaut. Deshalb können wir relativ viel Indigo machen. Also das sieht jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Also ich glaube, ich habe auch hier das beim letzten Mal nicht dann noch zusätzlich gebaut. Aber, also so ein bisschen anders ist es halt. Aber kann ich halt nicht wieder exakt genauso nachstellen. Ich denke, das könnt ihr aber nachvollziehen. Das wird sich jetzt nichts Grundlegendes verändert. Wir könnten Papiermühlen und Druckerei bauen. Dazu bräuchten wir allerdings ein wenig mehr Stein und Werkzeug. Holz nicht unbedingt. Okay. Holen wir es jetzt nochmal ab. So, währenddessen wird es übrigens unglaublich kalt hier mal wieder in meinem Zimmer. Ich muss einmal kurz nach rechts leiten. Und die Heizung nochmal ein Tickchen höher drehen. Es ist einfach unglaublich kalt inzwischen geworden. Und das sage ich deutlich, bevor ihr diese Folge seht. Für mich ist es immer noch der 20. November. Ich weiß, es ist ganz schön weit im Voraus, aber mich hat Anno gepackt, muss man sagen, und gleichzeitig muss ich relativ viel im Voraus eh aufnehmen, um die Klausurenphase quasi zu überbrücken, und deshalb mache ich das jetzt einfach, weil es macht gerade Spaß und ich habe gerade die Zeit, dann nutze ich sie auch mal. Beliefern euch gern mit Waren aus meiner Heimat. Gut. Also ich habe das Saatgut hier ausgeworfen und das gesetzt. Ja, das hatte ich aber, glaube ich, schon in der Folge gemacht. Ja, ja, ich habe das dann nur nachgestellt. Gut, so, du bist wieder da, Schiffchen. Zack. Dann bauen wir uns eine Papiermühle. Warum hört sich das so komisch an? Man weiß es nicht. Okay, wenn ich eh eine Brücke bauen muss, dann machen wir sie lieber so. Und einmal Bücherei hier. Ich hoffe, dass das okay ist. Guck mal, der kann übers Wasser laufen. Es ist Jesus. Ich habe doch extra Brücken gebaut. Lauf doch über die Brücken. Der läuft auch übers Wasser. Na, vielleicht ist der Bach nicht so tief. Ja, der Bach ist nicht wirklich tief. Sehen wir hier ja auch. Das Forsthaus kann ich weiter forsten. Ja, lass mich dich doch mal schlafen. Hatte ich die Steuern wieder hochgeregelt? Ja. Warum gefällt euch das trotzdem nicht? Weil ihr nicht genug Lederwämse habt. Warum eigentlich nicht? Achso, weil es kein Salz gab, ne? Genau. Hatte ich hier den Salzmenschen zugebaut? Ja. Salz ist auch steigend. Also ich denke, dass das okay sein sollte. Hoffe ich. Was haben wir denn hier noch so? Erstmal graden wir unser Kontor ab. Fleisch ist ganz... Also das sieht alles prima aus. Hier überall steigende Pfeile. Bier ist noch ein bisschen schwach. Kommt aber jetzt ja nochmal nach. Wir haben die Produktion ja noch erhöht. Ich glaube, das ist noch okay. Ja, das passt alles noch. Ja, und wir müssen ja schon sagen, wenn wir quasi das Bedürfnis komplett erfüllt haben und dann auch die Bücher langsam aber sicher kommen, dann sind wir schon auf einem guten Weg zur nächsten Zivilisationsstufe. Ich weiß gar nicht, ob ich das so unbedingt schon will oder ob ich nicht lieber mir hier nochmal ein bisschen kümmere, weil das wäre jetzt eigentlich ja der nächste Schritt. Ich wollte ja eigentlich hier das Saatgut Weizen anbringen, fällt mir gerade mal ein. Das machen wir auch mal.
Was haben wir denn hier gerade nicht? Stein, Werkzeug. Also ich würde mal sagen, wir nehmen noch ein bisschen Werkzeug, ein bisschen Stein mit. Und kaufen uns dann das Saatgut Weizen hier. Und werden dann hier ein bisschen dafür sorgen, dass hier Mehl produziert wird für unsere Nomaden hier unten. Von denen es, glaube ich, auch mal ein paar mehr geben könnte, oder? Wie seht ihr das? Ich habe hier auch, glaube ich, Datteln und Milch verkauft. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht. Aber wie gesagt, ein paar Sachen sind dann halt beim Nachstellen immer ein bisschen anders. So, ich finde, wir können durchaus noch mal ein paar mehr Nomaden gebrauchen. So und so. Na, toll. Naja, machen wir da den Weg hin, ist okay. Außerdem könnten wir ja hier auch noch mal weitermachen. Ne? Also ich denke, hier lassen wir Platz. Und dann könnten aber hier wieder neue Nomaden hin. Ich halte das für angebracht. Sonst ist unsere Siedlung so klein. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Okay, dieser Weg ist dann ein schwerer. Zusammenarbeit erzeugt doch Kosten. Ja. Ich würde tatsächlich sagen, ja, weil ich keine Lust habe, gerade Krieg zu führen. Lukrative Investitionen. Ruflieferant des Kaisers. Sehr gut. Eine vortreffliche Idee von euch. Welche Ehre. Du in meinem Haus. Jetzt aber mal ganz ehrlich. Du willst bei mir das Dichten lernen? Auf jeden Fall. Da bist du ja wieder. Meine Augen? So blau wie das Meer? Also wirklich. Ich bin nett, aber nicht dumm. So. Bauen wir den Weg hin. Ja, wir bauen hier jetzt. Ach komm. Was soll denn der Geiz? So, wir machen mal unser Baumaterial hier. Brauchen wir mal auf. So. Das ist doch gut. Und dann können wir hier gleich nochmal ein bisschen gucken, dass wir, wie gesagt, ein paar andere Sachen noch hinliefern. Sonst würde ich dich nicht darum bitten. Echt jetzt, Helena? Nee, sorry. Du wirst deinen Weg schon finden. Das geht nun mal nicht. Wir können nicht dir auch noch Tribut zahlen. Es geht nur bei einem Tribut und derjenige, der da am ehesten in Frage kommt, ist halt nun mal Giovanni. Das muss man eindeutig so sagen. So. Was wir aber machen könnten, wäre, wenn wir noch ein Schiff hätten, was wir nicht haben. Aber wir können mal ein neues bauen. Holen uns mal ein neues Handelsschiff. Damit könnten wir Helena mal ein paar Sachen verkaufen. Und unseren Status da ein bisschen erhöhen bei ihr. Ich glaube, das ist angebracht. So. Ist das Helena? Nee, das ist live. Das ist live. Brot leert sich. 17 Tonnen Brot kommen wieder dazu. 9 Tonnen Bier. Offensichtlich haben wir inzwischen zu wenig Brot und genug Bier. Interessant. Das daran liegt, dass wir jetzt... nee, wir haben aber 90 davon. Wir können auf jeden Fall nochmal eine Mühle bauen und eine Bäckerei. Das geht in jedem Fall. Und eigentlich nochmal eine Brauerei, mehr geht auch. Wenn ich das so richtig beobachtet habe. So, machen wir mal hier noch eine Abkürzung hin. So. Die ersten Bücher sollten nun auch gedruckt werden. Gedruckt können sie, glaube ich, noch nicht werden im Jahr 1404. Geschrieben. So. Plus Bücher. Einladen. Ein Mitspieler hat einem Kontrahenten einen Ratssitz abgejagt. Molly hat Helena in Ehren. Oh, das ist ihre Hauptstadt. Kann ich dir helfen? Ne? Ja, das wird doch interessant. So, jetzt speichere ich nochmal. Spiel gesichert. 17 Tonnen Brot, 21 Tonnen. Ja, offensichtlich ist das mit dem Brot gerade ein bisschen schwieriger. Diese Bäckerei hat kein Mehl.
zwei Mitspieler lösen ihr Handelsabkommen. Ich meine, die muss doch hier sich mal einfach nur Brot holen. Aus dem Kontor. Mach das doch mal. Und dann kann die hier auch Mehl bekommen. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. In ihrer Stadt treibt ein feindlicher Scherge sein Unwesen. Wo ist er? Scherge! Wo bist du? Die Musik ist zu laut. Ich muss gleich unbedingt die Musik leiser machen, zumal es durchaus sein kann, dass die... Da ist er. Sekunde das Handwerk legen. Gut, ich habe sie mal ein bisschen leiser gestellt. Das war ein bisschen sehr laut, muss ich sagen. Also 14 Bücher bringen wir schon rüber. Gut, das liegt aber daran, dass wir natürlich vorher noch keine rübergebracht haben. Wie war das jetzt mit Lederwämsern? Naja. So wirklich viele Lederwämser haben wir, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube, da müssen wir die Produktion an Lederwämsern auch nochmal hochschrauben. So. Warum macht ihr nichts, Mühlen? Holt euch doch die Sachen einfach hier aus dem... Okay, dann machen wir das anders. Reißen wir euch ab. Und bauen die Mühlen hier irgendwo hin. Wo sie sich das nur aus dem Kontor nehmen können, beziehungsweise aus dem Dingens nehmen können. Vielleicht ist das der Weg. Dass wir hier zu besserer Produktion kommen. So, das ist dann zwar ein leichter Umweg, aber das ist dann halt so. So, du solltest hier hinfahren. Nicht irgendwo da oben um die Ecke. So, das hatten wir geschafft. Das sind wieder die Bücher und die Dingens. Ja, also das ist noch nicht das Wahre hier. So, ich habe ein neues Handelsschiff. Ich würde ihr ganz gerne mal ein bisschen Fleisch verkaufen, weil wir haben unglaublich viel Fleisch. Das ist live. Wo ist denn ihr Kontor? Dort. Das ist natürlich möglichst weit weg von mir. Ich habe schon verstanden. So. Saatgut Weizen. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Ja, ihr müsst euch jetzt das Mehl natürlich von... aber wir können euch vielleicht sogar hier mal rübersetzen. Dann seid ihr ein bisschen näher dran. Sollte hoffentlich funktionieren. Da ist nämlich jetzt schon das erste Mehl eingelagert. Vielleicht müssen wir gleich jetzt auch hier mit den Brauereien machen. Wobei, die sind noch produktiv. Das ist alles gut. Aber hier zum Beispiel, die machen auch schon wieder nichts. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. So, errichten wir hier nochmal ein Markthaus. Dann werden wir jetzt einfach hier versuchen, das über die Kontore zu regeln. Und ihr solltet dann das auch eben dementsprechend aus den Kontoren euch nehmen. Und das funktioniert hoffentlich. Also jetzt wären zum Beispiel 2 Tonnen Mehl vorhanden. Die wurden sich gleich geholt. Die Mühlen mahlen aber hier alle wunderbar. Wobei sie wohl einmal sich auf Hochtouren arbeiten müssen. Aber das ist doch schon mal gut. Ich glaube, dass es erfolgreich werden wird, was wir hier gerade unternehmen. Lederwämser dagegen bekommen leichtere Probleme. Unter anderem auch, weil hier die... wir bekommen viel zu viele Leder... also Tierhäute, aber nutzen sie nicht.
Das können wir ändern, indem wir den nächsten Flussbauplatz nutzen. Und hier einfach nochmal die Produktion an Lederwämsern erhöhen. Hallo? Was habe ich denn jetzt kopiert? Eine Druckerei. Ich wollte aber eine Gerberei kopieren. Habe ich aber auch nicht genug für. Brauchen wir ein bisschen mehr Holz. Und das überrascht mich tatsächlich, denn eigentlich produzieren wir hier Holz. Aber offensichtlich verbraucht die Papierproduktion so viel von diesem Holz. Also hier mal ein, zwei weitere Holzfäller errichten wollen. So. Wie viel brauchen wir denn genau? 7 Stück. Also ein bisschen sehr viel. So viel haben wir noch nicht. Gut, aber wir sind hier angekommen. Liefern also das mal eben ab. Sockeln mal das Saatgut. Die Saat ist ausgebracht. So. 1, 2, 3, 4 sollte ja wohl reichen. Also nicht ideal. Absolut nicht, wie ich es hier gerade mache. Aber gut. Aber gut, komm. So, dann machen wir einfach hier nochmal ein Markthaus hin. Da wir jetzt... Oh, soll ich jetzt die Mühlen da auch irgendwie anders setzen? Ja, mache ich. Jetzt fehlt uns hier echt Holz für. Bisschen Holz wäre halt ganz geil. Muss ja gar nicht so viel sein. Holst du denn jetzt schon was ab? Wo ist denn schon was fertig geworden? Ach nee, der fährt jetzt zur Webstube wahrscheinlich. Das ist natürlich ein weiter Weg. Oder gar zu so einer, nee, zu so einer Plantage dürfte er nicht fahren dürfen, weil das ja ein Weg außerhalb der Reichweite liegt. 8 Tonnen Holz brauchen wir. Gut, lassen wir den noch ein bisschen Zeit. Wie sieht es hier mit dem Holz aus? Ist wieder zurückgegangen, anstatt zu steigen. Alles klar. So. Offensichtlich gefällt ihm das hier nicht. Wenn ich also jetzt hier aufforste, dass es auf 90 geht, geht es hier wieder runter auf 69. Schade, ich dachte, die würden ein bisschen mehr Symbiose betreiben. So. Na komm, ein bisschen mehr Holz. Kann doch nicht so schwer zu bekommen sein. Erste Weizenergebnisse, Erträge sind hier ja auch schon da. Wenn ich jetzt halt noch einen Holzfäller baue, dann ist der halt ewig unbrauchbar eigentlich. So, deine Route können wir uns allerdings mal anschauen. Du wirst nämlich inzwischen auch in Schafsbruck Mehl einsammeln und das Ganze in Wolfshafen ausladen. Nur, dass du Bescheid weißt. Dauert zwar noch eine kleine Weile, aber das ist das, was für dich vorgesehen ist. Nein! Warum? Ich habe das Schiff doch nicht mal mehr in der Auswahl. Gott behüte, es lag mir fern, euch zu überfordern. Das ist kein offener Auftrag. Die kann ich nur kaufen bei dir. Okay, wir machen mal einmal hier wieder das gute alte Plus. Für 1 Tonne noch. Komm, 1 Tonne Holz, 1 Tonne Holz, 1 Tonne Holz, 1 Tonne Holz. Die Produktion kommt zum Erliegen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich finde ihn nicht. Nein, nicht gerade, wo jetzt der Sabotageangriff kommt. Bist du dazu nicht auf dem Markt? Die Schärge eines Gegners ist wie vom Erdboden verschluckt. Tja.
Tja, tja, tja. So. Erstes Mehl ist gemahlen. Produktion von weiterem ist gestartet. Perfekt. Oh. Das tut mir leid für Thonhausen. Live. Ein Vulkanausbruch. Ihr müsst mir in dieser Angelegenheit zur Hand gehen. Wo war das? Hier? Nein. Hier? Ja. Wir wollen uns natürlich den Vulkan noch mehr angucken. Werden davon auch Schiffe getroffen? Alles schaukelt. Ja, alles schaukelt so. Gleich schaukelt es noch viel mehr hier. Ich speichere nochmal. Ich bin jetzt ein bisschen paranoid, was das Speichern angeht. Das war ja zum richtigen Zeitpunkt gespeichert. Hab mich ein kleines bisschen erschrocken vielleicht. Das Schiff getroffen? Tja, so ist das mit so einer Vulkaninsel. Da wurde was getroffen. Das waren glücklicherweise für live nur Felder. Eine Eruptionswelle hat eine, aber dann konnte doch irgendwie in den Postkartenmodus, genau. Ah, jetzt machen wir mich mal weg. Ah, das ist doch mal was. Und mit dem Boot, was da durchfährt. Und meinem Boot. Ne, es ist gar nicht meins, es ist Lives. Eine trügbare Idylle befindet sich auf dem Berg. Ist auch einen anderen schönen Winkel, von dem man das sehen kann. Ja, das ist doch mal was hier. Hoho. Ich finde diesen Postkartenmodus toll, muss ich sagen. Ha. Sehr hübsch, sehr hübsch. Vor allem, wenn man weiß, dass es nicht seine eigene Insel ist. Ja gut, nee, wir sind noch gar nicht so weit. Ich wollte schon die Folge abmoderieren. So weit sind wir aber noch nicht. Ein bisschen was geht da noch. Ein Wirbelsturm bedroht die Inselwelt. Oh. Oh, jetzt geht's aber ab hier. So, wo sollten wir hin? Hier oben ist das flüchtende Schiff. Da. Attacke. Jetzt geht's aber los hier mit Katastrophen auf einmal. Was ist das denn? Hoffentlich werden wir davon weitestgehend verschont. Wir können es ja erhoffen. Ob es denn so eintreten wird, ist dann eine andere Frage. So, ich wollte doch hier eigentlich Lederbämser bauen. Inzwischen haben wir auch genug Holz. Ein Vulkanausbruch verwüstet eine Insel. Und hier ist noch ein neuer Ratssitz von Giovanni. Oh. Jetzt ist aber... Markthaus getroffen. Neutrale Gebäude. Tja, live. Apropos, was ist denn hier eigentlich? Ich hatte doch irgendein Schiff zu Helena geschickt, oder? Das steht nämlich hier genau davor. Schön, dass du da bist. So. Oh, sehr gut. Ich könnte Luftsprünge machen. Ich hoffe, das gefällt jetzt auch, also zumindest, dass Giovanni nicht missfällt. Oh, jetzt kommt auch noch die Lava darunter. Es wird ja immer heftiger hier. Die Lava rollt ins Tal. Ha. Arme Life. Tut mir leid. Kann das nicht für Giovanni lieber sein? Bin gespannt, was passiert, wenn die Lava hier noch das alles erreicht. Und wenn der Wirbelsturm eintrifft. Der trifft auch Life, oder was? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Der Wirbelsturm geht auch auf live. Auch live. Mein treuer Verbündeter in deinem Palast. Naja, wir jagen mal so ein Schiff.
So, der Seeotter wurde auch nicht getroffen. Die Seeotter natürlich. Der arme Leif. So, hier unten dürften bald eigentlich sich die ersten Mehlzutaten. Sie konnten das feindliche Schiff rechtzeitig abfangen. So, die weiße Flagge wird mitgenommen und wir machen uns auf den Weg zu Herrn Northburg. Boah, wenn der jetzt hier gleich über meine Hauptinsel fährt, ne, dann, ich könnte mir vorstellen, dass das passieren wird. Also hier ist er tatsächlich wieder leicht abgebogen. Wir werden das Ganze im Auge behalten und uns in der nächsten Folge darum kümmern, was das Ganze so für Auswirkungen hat. Denn das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts wieder zur Folge klicken, unten rechts der Aspekt von mir und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss.